Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs, Folge 25. Das Tor öffnen ist offen. Schalten Sie den CTOS-Turm frei. Okay. Müssen wir vorsichtig sein. Wo ist denn der CTOS? Ah, das ist ein Ach, richtig, Mose. Granate. Komm schon! Ich hab eine Waffe, Versteckspiele! Zu dir kommen! Hey, Bitch! Willst du da den ganzen Tag bleiben? Hey, Bitch! Willst du da den ganzen Tag bleiben? Jag den Bastard mit der Granate in die Luft! Fuck! So, gleich mal. Nee, nicht da! Nein, nicht hier! Nein! Jetzt ist gleich der nächste dran. Zeit ist zu Ende zu bringen, Arschloch. Wo sind die? Alter. Scheiße, nur wegen einem da, Mann. Jetzt halte ich mich versteckt da. So. Na, weiter. Nur schön nachladen. Dann läuft das schon. Da waren es nur noch zwei. Eins schalte ich am besten. So. So. Jetzt haben wir es geschafft. Wie? Hä? Außenrum oder was? Also, ja, trotzdem hätte ich halt ein bisschen, weil. Sondern mir erschossen. Hä? Lass gut sein, Mann. Oder ins Haus da rein. Ich glaube, wir sollen hier rein. Ja. Ja, verpiss dich. Ich nehme auf. Alles klar. Los. Mein Vermächtnis. Irax Vermächtnis. Entdeckt eure Ärsche, Baby. Los geht's! Ganz klar.
Da hätten sie alle Woche also da fliehen sehen. Jo, alle mal vorsichtig, das ist dabei! Irgendwie neutralisieren. Bleibt schon. Parker Square. So. Dann Unfall bauen. Dann haben sie mich eingeholt. Das war mein Held, genau. So, da war es noch eine. Eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein. Ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwester. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Akt 2, notdürftig. Mission beendet. Alten XP plus 1000. Da ist schon hin. Dann tun wir. Wie können wir uns denn verbessern? Ah, hier. Tobias? Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Du hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Ich hab da was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das kistenweise. Alter, Kaffer. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Wenn du erwähnst mich in deinem Manifest. Oh, ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch.
Waffenhandel. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jede dieser mysteriösen Kiste enthält hergestellte Tools. In der Nähe befindet sich jeweils ein verworfenes Audio-Log. Finden Sie alle neuen Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten, um mehr über geheime Hintergrund zu erfahren. Im Fortschrittsgrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Okay. So, ich habe 6 Skillpunkte. Verlangsamter Fokus. Punkte kosten 3. Durch den Fokus wird die Zeit verlangsamt. So. Pyrotechniker. Punkte kosten erhöht die Tragezität für Sprengstoff. So. WKZ-TVs. Bulldogge. Mission starten. Omas Bulldogge. Aus der Ferne mit Rosie Fremont verbinden. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gerne im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Mann. Dann mal los. Okay. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Spüren Sie den Ursprung von Damien Tapir aus. Seht ihr das an? Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Ist an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Was hast du? Da ist der Zack, oder? Sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun haben? Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Die Arbeit gesehen, ich gebe nichts. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie ready. Ich dagegen kann beißen. Ich will nicht abfrieden. Wollen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin Ihnen zukommen.
Gegner loslassen. Tiefer. Mach schon. Scheiße. Was guckst du denn so? Was siehst du? Verpiss dich endlich. Jetzt kommen wir der Sache näher. So. Wir verstehen Ihre Zurückhaltung, aber Ihre Datenbanklohn zur Strecke. Das könnte uns beiden nützen. Uns ist egal, wem die Stadt gehört, den ist nicht sehen. Wir wollen nur, dass Sie die US ausschalten. Nochmal. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Unternehmertum kommt. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Für die Konkurrenz hungern. Also man weiß, was ich weiß. Kann, was ich kann. Setzt man sich mit ihrer eigenen Art um. Mein Traum ist halt. Er schützt durch allerneueste Sicherheit. Was? Ja.
Sag was. Mehr habe ich nicht, das ist mein. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Das wird einen Moment dauern. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Hörst du? Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Fathead! Hey! Der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Ja, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Seien Sie kein Iltis, Mr. Iraq. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Sonst noch was? Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Das war's für diese Folge.